Ich will über ein kleines Erlebnis reden, was ich vor kurzem hatte. Und zwar war es vor ein paar Tagen. Da bin ich auf eine Fernsehsendung gestoßen. Und zwar auf Günther Jauch. Und in der Regel gefallen mir diese Polit-Talks nicht. Also ich schalte sie jetzt nicht gezielt ein. Aber ich muss schon sagen, dass das ein bisschen eine andere Qualität hatte. Denn ich habe dort einen Menschen sitzen sehen, den ich auf den ersten Blick gar nicht wiedererkannte. Nicht nur, dass sich sein Gesicht verändert hat, sondern auch seine Energie, das, was er ausgestrahlt hat, war komplett neu. So kannte ich es nicht. Ich habe erst überlegt, ist es der Mensch überhaupt oder ist es jemand, der ihm ähnlich sieht? Und ich bin deswegen da dran geblieben an dieser Sendung, weil ich das faszinierend fand. Ich wollte wissen, wer das ist. Und nach einer Minute ging mir dann das Licht auf. Das ist tatsächlich Guido Westerwelle. Und ich muss dazu sagen, dass ich früher Guido Westerwelle nie sehr sympathisch fand. Ich fand immer, er wirkte etwas aufgesetzt. Er spielte an der Oberfläche mit seinem Ego, wollte der Beste sein, hat auch nicht vorteilhaft reagiert, zum Beispiel als er diesen englischen Reporter aufgefordert hatte, doch bitte Deutsch in Deutschland zu reden. Also wie, es geht nicht darum, was er gemacht hat, sondern wie er das rübergebracht hat. Selbst wenn er versucht hat, mit Humor bei Parteitagen sich ein bisschen auf den Thron zu stellen, hat der Humor nicht gereicht, dass man sagen könnte, okay, das ist ein sympathischer Mensch. Also für mich war es so. Er hat so auf mich gewirkt. Ich weiß, dass in jedem Mensch das wahre Ich schlummert, das aber viel überlagert ist. Und ich hatte natürlich Mitgefühl. Ich habe erkannt, dass in ihm auch nur ein ganz normaler, mitfühlender Mensch steckt. Aber er hat eben das nicht zeigen können, weil er gerade auf dieser politischen Bühne, finde ich es auch so schwer, weil die ganze Struktur, in die man dann hineinwächst als zum Beispiel Politiker, die erlaubt es fast nicht, in andere Richtungen zu gehen. Es gibt einige Ausnahmen, aber Guido Westerwelle war auf keinen Fall keine dieser Ausnahmen. Und ich sah ihn da sitzen auf dem Stuhl und dann hat er geredet und ich habe erkannt, dass er es ist. Und im Laufe des Gesprächs habe ich erfahren, beziehungsweise hatte ich schon mal nebenbei gehört, dass er Blutkrebs hatte und dass er jetzt auf dem Weg der Besserung ist. Er war von der wahrscheinlich Chemotherapie oder Knochenmarktransplantation auch etwas aufgeschwemmt. Man hat also, das Gesicht war rein physisch schon verändert, aber das, was er ausgestrahlt hat, war so eine friedvolle, lebensbejahende, weise Energie, dass ich fast vom Hocker gefallen bin. Und im Laufe des Gesprächs habe ich dann ging es dann darüber, also der Herr Jauch hat dann auch gefragt, wie kommt es, dass man sich von einem, also in dieser Zeit so stark verändern kann, um 180 Grad gedreht. Also selbst Günther Jauch hat das gemerkt und auch alle anderen Menschen haben das gemerkt. Und er hat gesagt, wissen Sie, wenn man so eine schwere Krankheit hat, dann weiß man plötzlich, was wichtig ist im Leben. Dann findet man seinen Kern wieder, das, was einen wirklich glücklich macht. Wenn man mit dem Tod so stark konfrontiert wird, dann weiß man, um was es im Leben geht und dass dieser ganze oberflächliche Bullshit überhaupt nichts zu bedeuten hat. Denn dann weiß man wieder, was wirklich zählt, was wirklich zu bedeuten hat. Und dann kommt die wahre Schönheit des Menschen, die in jedem Menschen schlummert. Zutage tritt die dann, weil alles Oberflächliche als unwichtig erkannt wird und eben davon schweift sozusagen. Und da war noch ein Onkologe, also ein Krebsarzt zu Gast. Und Günther Jauch hat dann gefragt, ob er denn solche Verwandlungen wie bei dem Herr Westerwelle denn auch bei anderen Krebspatienten sieht. Und er hat dann gesagt, er glaubt, es sind gar keine Verwandlungen, sondern die Oberfläche schält sich einfach ab. Und das, was im Menschen sowieso schon angelegt ist, kommt zur Oberfläche. Und die Krebspatienten sind ein großer, großer Lehrer für ihn. Jedes Mal aufs Neue zeigen sie ihm, was wirklich wichtig ist. Und ich war so fasziniert von diesen beiden Menschen. Erstens der Mediziner, der eigentlich einen stressigen Job hat. Ich weiß nicht, ob er sich mit Spiritualität oder Ähnlichem beschäftigt. Aber allein dadurch, dass er mit solchen Menschen arbeitet, die diese wahre Dimension in sich erkannt haben, allein deswegen wusste er, hat er ein Gefühl dafür gehabt und hat sich davon inspirieren lassen. Und man hat es auch gemerkt. Und der Herr Westerwelle, wie er auch mit dem Krebsarzt umgegangen ist, und da war noch eine andere Krebspatientin, wie einfühlend er ihr zugehört hat und
wie, auch wenn er über politische Fragen, Günther Jauch hat ihm auch ein paar politische Fragen gestellt, die er nicht beantwortet hat. Es war aber kein Abwehrverhalten da im Sinne von, was erlauben Sie sich mir so eine Frage zu stellen, wie es normalerweise Politiker oder irgendwelche, vielleicht auch manchmal Sportler oder jeder Mensch tut, wenn er sich ein bisschen in seiner Ehre verletzt fühlt. Es war einfach ein durchweg sympathischer Mensch in der Zeit, in der ich ihn im Fernsehen gesehen habe in dieser Sendung. Und ich habe einfach dran gedacht und war froh, dass es sowas gibt. Und dass natürlich ist es nicht nötig, dass eine Krankheit einen da hereinzwingt. Aber es zeigt doch zumindest für die Menschen, die diese Spiritualität nicht annehmen können, weil sie denken, das wäre irgendwelcher Hokuspokus oder esoterischer Scheiß, zeigt es doch einfach, dass da ein wahrer Kern drin ist und dass wir alle, wenn wir im Sterbebett liegen oder Richtung Lebensende gehen, erkennen, was wirklich wichtig ist und warum sollen wir so lange warten, bis wir alt sind und zerbrechlich. Wir können es jetzt entdecken, wir können Verbindung zu unserem tiefen Inneren aufnehmen und uns nicht mehr von den oberflächlichen Erwartungen umwerfen lassen, andere Erwartungen erfüllen zu müssen, irgendwelchen Standards nachzuleben, irgendwie sein zu müssen, irgendwas zurückzuhalten, weil wir denken, der andere nimmt es nicht gut auf oder mag uns dann nicht mehr, sondern einfach aus unserer Verbindung zu unserem Tiefen aufzunehmen und aus diesen Tiefen heraus gebend zu leben. Und somit schon jetzt ein glückliches Leben zu führen und vor allem andere damit auch zu inspirieren. Und sich selbst natürlich auch immer wieder inspirieren zu lassen durch Bücher, durch inspirierende Tätigkeiten, durch Ruhephasen, wo man den Stress wegnimmt und mal durch die Natur läuft und so weiter. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.